Hallo, schön, dass du dabei bist. Wenn du magst, kannst du es dir auf dem Sofa oder an einem anderen Ort, wo du dich sehr wohl fühlst, in der Wohnung bequem machen. Um etwas zu haben, das wir beide sehen, kannst du gerne mit Hilfe deiner Eltern eine Kerze vor dir auf einem Tisch anzünden. Ich mache das jetzt auch. Stelle sie hier hinten hin, damit wir beide sie sehen können. Bald ist Ostern. Und daher geht es heute um eine Geschichte, die ein paar Tage vor Ostern geschehen ist, nämlich an Gründonnerstag. Die Geschichte ist schon sehr, sehr alt. Wenn du Lust hast, kannst du mal in ganz kleinen Minischritten durch deine Wohnung oder durch dein Haus laufen. Jeder Schritt führt dich viele Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit, in der Jesus mit seinen Freunden gelebt hat. Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Es ist warm und die Sonne scheint und es ist ein wunderbares Frühlingswetter. Da in Jerusalem vor den Feiertagen immer sehr viel los ist, bleibt er in einem kleinen Vorort vor Jerusalem. Jesus wählt von seinen Freunden zwei aus, die er alleine vorschickt in die große Stadt, um einen großen Raum zum Essen zu finden, an dem sie aber auch ein bisschen Ruhe haben. Die Freunde sind Petrus und Johannes. Und die sind schon sehr lange mit Jesus befreundet. Wie lange bist du denn schon mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin befreundet? Da die Stadt wirklich sehr voll ist, sind Petrus und Johannes schon sehr skeptisch und wissen nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu kurzfristig ist, um für heute Abend überhaupt noch irgendetwas zu finden. Jesus, was sollen wir denn genau suchen? Hast du dir schon was überlegt? Du hast doch immer schon einen Plan. Ach, Petrus, geht ihr beide nur aufmerksam in die Stadt. Schaut von der staubigen Straße auf und lasst euren Blick durch die Menschenmenge wandern. Ihr beide werdet einen Mann treffen, der einen Krug mit Wasser schleppt. Geht mit ihm und sagt ihm diesen einfachen Satz. Gut zuhören. Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Freunden das Passamahl essen kann? Aber Jesus, es sind so viele Menschen in Jerusalem. Das wird nicht einfach. Aber wir beiden gehen dann einfach mal los. Jesus lehnt sich jetzt erstmal zurück und genießt die Pause mit seinen anderen Freunden. Und Petrus und Johannes gehen gemeinsam los. Was haben sie wohl gedacht? Vielleicht laufen wir ja dem falschen Mann hinterher. Vielleicht kommen wir wegen der vielen Menschen auch gar nicht in die Stadt. Aber Jesus weiß schon, was er macht. Johannes, ist das nicht schon der Mann, dem wir hinterherlaufen sollen? Der muss es doch sein. Ja, Petrus, wir gehen ihm nach. Und der Mann bemerkt die beiden jungen Männer erst direkt vor seinem Haus. Und da sagen Petrus und Johannes ihren Satz, den sie von Jesus gelernt haben. Der Mann zeigt ihnen dann auch sofort einen Raum. Es ist ein großer Raum. Und überall liegen dicke, weiche Kissen auf dem Boden. Und ein großer Tisch steht in der Mitte,
an dem über 20 Personen Platz finden können. Johannes, guck mal, ist das nicht schön hier? Wir müssen ja nur noch die Kerzen heute Abend anzünden. Alles andere ist ja schon fertig. Das hat Jesus wieder gut gemacht. Oh ja, wir besorgen noch das Essen und die Getränke und dann können wir heute Abend richtig schön zusammen essen. Und bei den ganzen Vorbereitungen ist richtig schnell Abend geworden. Und alle sitzen zusammen auf den Sitzkissen. Vor ihnen stehen Kerzen, so wie bei dir und mir. Und die Stimmung ist super. Und alle riechen schon das leckere Essen. Und die Mägen knurren ganz laut. Als alle still wurden, sagt Jesus, ich freue mich sehr, euch alle hier zu haben und mit euch zusammen zu essen. Mit dem traditionellen Passafest erinnern wir uns an unseren schnellen Auszug aus Ägypten. Ab heute werden wir uns aber auch an diese Mahlzeit als Abendmahl erinnern. Ich bin in diesem Ritual auch noch bei euch, wenn ich nicht mehr lebe. Aber alle waren ganz überrascht. Was erzählt er da? Wir müssen gut aufpassen, was er sagt, damit wir es nicht vergessen. Und schon geht es weiter. Das Brot hier ist mein Körper. Wenn ihr das Brot esst, dann denkt an mich. Er verteilte das Brot an seine Jünger und alle aßen, auch Petrus und Johannes. Und obwohl sie schon so oft dieses Brot probiert haben, schmeckt es heute irgendwie anders. Und Jesus nahm danach noch einen Becher. Und er sagte, auch der Becher, er sagte, dieses Getränk soll an mein Blut erinnern. Es ist ein Versprechen, dass ich immer bei euch bleibe. Und auch dieser Becher wird an alle weitergereicht. Johannes und Petrus können diese Worte niemals vergessen. Und daher sind sie sogar auch in der Bibel aufgeschrieben. Im Neuen Testament, das ist im hinteren Teil der Bibel. Und ganz genau steht es da bei dem Evangelisten Lukas. Sein Buch hat ganz viele einzelne Abschnitte, die Kapitel heißen. Und um sich besser orientieren zu können, könnt ihr im 22. Kapitel, also dem 22. Abschnitt, anfangen zu lesen. In vielen Bibeln für Kinder ist die Geschichte mit der Überschrift Abendmahl zu finden. Aber wie stellst du dir denn dieses Abendmahl vor, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat? Bau doch mal in deinem Kinderzimmer oder einem anderen Raum einmal nach, wie der Raum aussieht, in dem Jesus und seine Freunde gesessen haben und gemeinsam gegessen haben. Und lass doch deine Eltern davon ein Foto machen. Du kannst auch ein Bild malen oder vielleicht einen Schuhkarton gestalten. Und bitte sende dann die Ergebnisse an sarah.wilke@evh-jugend-halle.de oder die gemalten Bilder an diese Adresse: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle, Mitmachaktion YouTube, Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle. Alle Einsendungen werden dann zu einem Video zusammengesetzt und auch bei Instagram unter EV Jugend Halle und dem YouTube-Channel veröffentlicht. Ich freue mich schon drauf, nächste Woche wieder auf eine Reise in die Bibel mit dir zu gehen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss beten. Zum Beten falten wir heute die Hände, schließen unsere Augen und werden ganz still. Jesus, ich möchte dir danken, dass du mit uns gemeinsam das Brot geteilt hast, dass du uns erzählt hast, dass du auch noch bei uns bist, selbst wenn du nicht mehr lebst, sodass wir jetzt, so viele Jahre, nachdem du gelebt hast,
immer noch wissen, dass du bei uns bist und uns beschützt. Segne unsere Familien und segne auch dich. Amen. Ich freue mich drauf, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Und dann wird das Licht weiterleuchten. Tschüss!